Doch dann kamen die Schwabs, so heißen die Besitzer, auf die Idee, alles anders zu machen. Ein Tanzlokal für die Ü30-Generation. Den Schuppen umgebaut in rustikalem Landstil und seither brummt der Laden. Die Besucher kommen von weit her angefahren, besser gesagt angeritten. Karin Haug verrät uns das Geheimnis des Erfolgs. Die Ponderosa. Das war einmal eine Farm der Western-Serie Bonanza. Heute brennen die Herzen der Tanzbegeisterten bei diesem Namen. Martina, Josch, Lea, Wessel und Jasmin betreiben in Krumbach im Odenwald das Tanzlokal Ponderosa. Die Stammgäste machen sich schick für Saturday Night Fever, wie Duda Liedendorfer aus Mosbach. Es geht heute in die Ponderosa. Das ist das schönste Tanzlokal im ganzen Odenwald. Die Ponderosa wurde von Josch Schwab eigentlich aus der Not geboren. Also der Ponderosa kam es vor 3,5 Jahren. Wir haben hier in dem Raum eine Kegelbahnerin gehabt, die war 25 Jahre alt, war natürlich immer auf dem neuesten Stand. Haben unheimliche Energiekosten gehabt im Winter. Die Leute sind eigentlich immer älter geworden, die hier gekegelt haben. Die sind haben teilweise weggestorben. Und irgendwann haben wir gesagt, wir müssen auf der Kegelbahn was anderes machen. Die Ponderosa ist immer noch ein Familienbetrieb. Opa Bernhard bringt das Gemüse aus dem eigenen Garten. Denn Josch Schwab ist eigentlich gelernter Koch. Das Reich seiner Frau Martina ist das Restaurant mit angeschlossenem Hotel. Viele Paare kommen zuerst hierher, um das Wochenende einzuläuten, bevor es ein Stockwerk tiefer ans Tanzbein schwingen geht. 3, 4. Rechts gedreht, 3, 4. Rausgedreht, 3, 4. Wer es noch nicht kann, jeden Sonntag gibt es einen Tanzkurs. Für 2,50 Euro ist man dabei, mit einer professionellen Tanzlehrerin. Jasmin! Noch einmal Musik, bitte! Und jeden Sonntag ist Tochter Jasmin der Diskjockey. Disco Fox für Anfänger und Fortgeschrittene. Über 300 Leute haben hier schon das Tanzen gelernt. Nachwuchs für die heißen Disco-Nächte am Wochenende. Für viele ist die Ponderosa inzwischen zum absoluten Muss geworden. Dann ließe uns beide allein. Sind alle Stammgäste? Ich bin gar nicht von hier. Ich komme gar nicht her. Für uns in unserem Alter gibt es ja sonst nichts. Also ist naheliegend, dass wir hierher kommen. Jedes Wochenende. Weil es einfach toll ist, eine Ponderosa. Ich bin ein König in der Nacht, ein Bettler. Auch Duda kommt heute voll auf ihre Kosten. Mit Taxitänzer Werner, der für die Single-Damen zuständig ist. Liebe Ponderosa-Gäste, es ist 1 Uhr, wie immer. Die Suppe heute auf Kosten des Hauses. Zur Stärkung. Denn der Bär wird hier noch bis 3 Uhr morgens toben.